Hier irgendwo vielleicht. In der Hütte konnte man nicht reingehen. Da konnte man nur was rausnehmen. Richtig? Richtig. Ja, hier können wir weiter. Aber da geht es nur runter. Ich will nicht runter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir, ne, dahin gehen, dann kommen wir ganz woanders raus. Aber wir haben bei den Ogern unten nichts derartiges gesehen. Das heißt, wir werden dann gleich noch eine Etage tiefer kommen als die Oger. Und die Oger waren schon teilweise... Und überhaupt. Also, da mal hingucken. Da ging es runter. Hier ging es nur dahin. Nee, also es scheint so zu sein, dass es hier gar kein... Alle zusammen? Da lang? Kommt ihr? Ja. Also, dass es in dieser Etage einfach keinen extra Ausgang gibt. Und auch keine schnelle Möglichkeit hinzureisen. Ja, ist nicht wirklich schlimm. Wir können jederzeit auf die Oger-Etage reisen und hochgehen oder auf die Etage über uns und runtergehen. Das passt schon alles. So, also dahin. Jetzt benutzen wir den neu gefundenen Ausgang, der im Nordwesten der Oger, um damit nach ganz oben zu kommen. Hoffentlich. Achso, das heißt, wir kommen immer bei demselben Ausgang raus. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass jede Etage, die nach ganz draußen führt, irgendwie einen extra Ausgang hat. Also einer hinter dem Wasserfall, einer hinter dem riesigen Stein, einer was auch immer. Ne? Sowas in der Richtung. Aber ich denke, wenn ich jetzt hier gleich die Karte öffne, werde ich einfach an genau der gleichen Stelle rauskommen wie letztes Mal auch. Das ist halt der Geheimausgang für diesen Bereich. Das heißt, wenn ich jetzt da aufklicke, es dauert schon mal 2 Stunden nach oben zu reichen. Reisen, das ist auch eine Aussage. Mal gucken, wie spät das, wie viel das später wird. Je tiefer wir nach unten vordringen. Also wir müssen jetzt in der Nähe von so einem Haus bei einem Stein rauskommen. Das war letztes Mal zumindest so. Und der lädt ganz schön lange. Aber hier draußen hat er sich eigentlich nichts verändert, glaube ich. Das ist die Hand. Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht. Also diese Adra-Statue, die hier vergraben ist, wo wir das Gesicht gesehen haben und so weiter, die reicht bis hier. Das ist der Daumen. Das sind die restlichen Finger. Cool. Einfach nur cool. Ja, und es war kein Stein, sondern es war ein Keller. Ein Keller von der Wohnung hier. Die wir übrigens auch nochmal restaurieren sollten. Aber alles zu seiner Zeit. Erstmal hören wir auf zu schleichen. Wir sind innerhalb unserer eigenen Burgmauern. Dann gehen wir hier hin und ruhen uns aus. Das haben wir nämlich verdient. Den kaufen wir Campingbedarf irgendwo. Schauen uns erstmal in Ruhe in Goldtal um. Und danach können wir, wenn überhaupt, die Gänge unten weitermachen. Es muss alles noch restauriert werden. Sieht auch nicht besonders toll aus. Ab nach oben ins Schlafzimmer. Ja. Kein Bonus. Ja. Aber wenigstens geht es ihr wieder gut. Okay. Daran sollte ich aber auch arbeiten. Also dass, wenn wir hier mal rasten, was jetzt ja doch öfters vorkommen wird, wenn wir die Gänge immer weiter nach unten gehen, dass wir dann hier auch irgendwelche tollen Boni bekommen. Da gab es ja irre viele Upgrades. Für die... Oh, wie hieß das Ding? Goldhöhle? Leuchthöhle. Leuchthöhle. Aber es sieht doch schon schick aus. Aber was ist das da für ein Haus? Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Also ich denke, wenn ich das Schloss so gut es geht ausgebaut habe, was noch eine ganze Weile dauern dürfte, mache ich mal einen richtig langen Rundgang. Also wirklich jedes Gebäude angucken, jede Nische angucken, im Schloss alles. Aber bis dahin jetzt jedes Mal zickzack laufen. Geh mal kurz rein, spreche mit der Burgvogtin. Wobei, nee, die Burgvogtin hatten wir ja schon. Wir haben noch niemanden, wo wir einkaufen können, oder? Dum, dum, dum.
Leuchtschüle Instandsetzung, nee, haben wir noch nicht. Hauptburg haben wir, ah nee, doch, haben wir fertiggestellt. Wird deine Herrenhalle restauriert, was dir und deinen Gefährten Besucher und Abenteuer einbringt? Ja. Das ist bald fertig. Fertig, fertig, fertig. Händlerstände. Ja, nee, wir haben noch keine Händler. Kuriositätenläden. Durch den Ausbau des Ladens generiert jede Runde. Was? Einen zufälligen Kreaturenteil. Das ist ein sehr komischer Satz. Naja, ich denke mal, jeder Tag ist gemeint. Durch die Reparatur der Halle erhältst du einen Bonus auf die Mechanikfähigkeiten, wenn du in der Leuchthöhle blubdiwupp. Nein. Aber das klingt schon mal sehr interessant, der Kuriositätenladen. Den sollte ich dann eigentlich möglichst früh bauen, wenn ich jeden Tag was bekomme. Auf dem Forum werden Ideen und Strategien kultiviert und geteilt. Durch den Ausbau des Forums erhältst du einen Intelligenzbonus, wenn in Leuchthöhlen gerastet wird. Ah, botanischer Garten. Pro Runde eine zufällige Pflanze. Was? Der Irrgarten bietet zusätzlich Sicherheit, indem er für Eindringlinge, die von der Rückseite auf die Burg stürmen, ein Hindernis darstellt. Durch den Ausbau des Irrgartens erhältst du einen Heimlichkeitsbonus. Wenn ich jetzt eine einfallende Horde an Orks und Ogern und irgendwelchen Riesendingern wäre und ich stürme eine Burg und da ist ein hüfthoher Irrgarten, dann werde ich nicht der Spur des Irrgartens folgen, sondern einfach durchhaken. Aber wer weiß, das sieht hier auf dem Bild vielleicht nur hüfthoch aus, aber das ist dann wahrscheinlich so eine 3-Meter-Mauer oder so. Gut. Schatzkammer. Oh, Schatzkammer. Ja, sowas hätte ich gerne gehabt in der, ne, anderen Burg. Wobei das auch nicht wirklich wie eine Schatzkammer aussieht, sondern eher wie so eine Rumpelkammer. Aber wir haben ja auch noch nicht so viel. Das wäre übrigens richtig schick. Je mehr Vermögen wir haben und je mehr das ausgebaut wird, dass das hier auch alles ein bisschen prunkvoller aussieht und die Kisten, dass dann immer mehr Kisten werden und Säcke in den Ecken und so. Das hätte was, das mag ich. So, also hier haben wir es also erledigt. Das heißt, jetzt geht es nach Goldtal. Da kaufen wir Proviant. Verkaufen endlich mal den ganzen riesen vielen Ramsch, den wir haben. Also ich stelle mir jetzt so vor, wir reisen jetzt nicht mit einer Sechsertruppe nach Goldtal, sondern wir reisen mit einer Sechsertruppe und ein, zwei Karren voll mit Xaurib-Speeren und komischen Rüstungen und ist das da ein Löwe? Krass. Also ja, mit so einer kleinen Karawane reisen wir jetzt Richtung Goldtal und verkaufen die ganzen Sachen, die wir nicht gebrauchen können. Und da es halt echt viel ist, nehmen wir so einen Planwagen dafür. Mal gucken, ob die Händler uns das überhaupt alles abnehmen. Ist ja doch schon eine ganze Menge, ne? Und wer will was mit 30 Xaurum-Speeren anfangen? Aber, ja, Palisade draus bauen oder so. Keine Ahnung. Oder zur Abschreckung aufstellen. Das hätte auch was. So, da. Wie. Ja, ihnen müssen wir das nächste Mal mitnehmen, wenn wir in die Tunnel gehen. Aber jetzt gehen wir mit der Truppe weiter. Annehmen und wir würden ganz gerne nach Goldtal. Einen Tag lang. Jupp. Das heißt, wenn wir gleich ankommen, ist auch die Burg weiter ausgebaut. Wir können dann also die nächste Sache in Auftrag geben und dann ein wenig Kupferstücke ausgeben für Allos Zauberbuch. Das sollte, ne, sich langsam ein bisschen mehr füllen. So. Dum-dum. Ich hätte gerne. Kuriositätenladen. Ich glaube, den hole ich mir jetzt zuerst. Gut. Und Yes. du darfst noch ein bisschen stöbern. Plus. Warum wird das. Achso, was ein Zweierzauber war. Ja, ja. Ja, also Meerwald Zauberbuch ist fertig. Das heißt, Meerwald Zauberbuch könnte eigentlich verkauft werden, wenn sowas überhaupt Gold bringt. Was haben wir da? Blitzstrahl. Und
entziehende Berührung. Stinkende, was? Stinkende Zärtlichkeit. Das Ziel wird gelähmt und mit kochenden Blasen infiziert, die mit einer fauligen Flüssigkeit gefüllt sind. Die Blasen platzen, wodurch alle Umstehenden erkranken. Also ich kenne ziemlich abgefahrenes Zeug, was Zärtlichkeiten angeht. Aber sowas finde ich dann doch schon ein wenig extrem. Gut, eben das seine. Du, was bist du? Nein, nein, nicht entfernen. Konzelhauts Parasitenstab. Erzeugt einen glühenden Kampfstab aus reiner Energie für den Zauberer, der mit einem Bonus auf seine Trefferwahrscheinlichkeit gewährt und dem Zauber mit jedem erfolgreichen Schlag Ausdauer verschafft. Hä? Na gut, wenn Alos mal angeschlagen sein sollte und ein Gegner ist gebunden von ein, zwei Nahkämpfern, dann könnte er den Spruch machen und ein bisschen auf den Rücken des Gegners einprügeln, um seine Ausdauer wieder zu bekommen. Oder wenn wir auf irgendeinen Gegner treffen, der nur durch magische Waffen verletzt werden kann und Alos hat nur noch ein, zwei Stufe 1 Zauber, dann könnte er den hier benutzen, um dann damit extra noch Schaden zu machen. Und genau deswegen mache ich das hier eigentlich auch gerade. Ich nehme jetzt einfach alles an Zaubern, was ich kriegen kann, nur für den Fall, dass ich irgendwann mal in eine sehr abgefahrene Situation komme, wo man genau das gebrauchen könnte. Weil es wäre ärgerlich, wenn dann irgendeine Stufe 1 oder Stufe 2 Zauber fehlt, wenn wir später schon Stufe 6 Zauber schmeißen können. Und ich finde es sehr irritierend, dass hier eine 10 ist. Also ich glaube, Zeit anhalten und dergleichen war schon Stufe 9. Also, aber es kann sein, dass es nur für den zweiten Teil ist oder für ein Add-on vielleicht. Und es momentan nur bis 6 geht. Muss ich gleich mal gucken bei anderen Büchern, ob das dann auch so hier schränkt ist. Ne. Das. Macht mir ja schon fast Angst. Erschütternde Berührung ist einfach nur Shockhand, ja. Das kennt man. Also Surikas Zauberbuch ist auch fertig. Zing. Boah, gibt es viele Zaubersprüche? Nein, nicht entfernen. Der Zauberwirker, also Alos, macht mehr kritischen Schaden. Also wenn es auf ein anderes Ziel machen könnte, Marissa zum Beispiel, dann wäre es ein super Zauber. Aber für sich selber? Also, es gibt eine riesige Kreatur, die nur von magischen Waffen verletzt werden kann. Alos hat nur noch eine Stufe 1 Zauber und eine Stufe 2 Zauber. Und die Nahkämpfer haben die Kreatur gebunden und so. Dann könnte er diesen komischen Parasitenstab zaubern und dann das hier und dann dem Viech hinten einen reinknüppeln. Ja, eventuell. Das Dunkelheiten ist gut, ja. Spinnennetz ist super, okay. Ist das da Eile? Bewegungseifer des Verderbens. Irgendwie jeder, aber auch wirklich jeder Spruch. Also, ne, D&D wäre es einfach nur Eile. Hier ist es der Bewegungseifer des Verderbens. Oder des schmerzhaften Pustelblasenaufbrechens. Okay. Der Zauberwirker nutzt seine Lebenskraft, um seine Geschwindigkeit und Bewegung zu erhöhen, während seine Ausdauer sinkt. Also er könnte damit schnell weglaufen, aber auch nur er. Das ist nicht wie die Eile, die wir kennen, aus anderen Spielen, wodurch die ganze Gruppe wesentlich schneller wird und auch noch eine Extra-Attacke bekommt. Also Eile war schon ziemlich übertrieben stark. Hier nicht. Trotzdem nehme ich es mit. So, das war das verblassene Zauberbuch. Ha! Orysi, was auch immer, hat nichts Neues. Das ist gut. Verwenden ihn doch schon eine ganze Weile mit jetzt diesem ganzen Lesen hier. Rollende Flamme. Erzeugt einen abprallenden Feuerball. Gefährlich. Gefällt mir. Miasma der Dumpfheit. Ich glaube, Miasma hätte eigentlich auch schon gereicht. Führt zu einem Malus auf Wahrnehmung, Intellekt und Entschlossenheit. Ja, machen wir mit. Lila Miasma kann nicht schlecht sein. Hm? Ja, genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Du nimm das dahin. Geisterkling. Hatte nicht sie. Oh,
Your thoughts must flow deeply indeed. Nee, Psycho-Klingen hatte sie. Ich dachte schon, dass jetzt ein Magierspruch irgendwie hier bei ihr mit reingerutscht wäre. Yes. Da. Das war Ludranas Zauberbuch. Und sie steht einfach nur da und lässt sich gerade mit Büchern bestapeln. Und Zaubermachers Wälzer ist auch so. Und auch hier in den Zauberbuch. Also die Zauberbücher, die finden, scheinen alle nur bis 6 zu gehen. Vielleicht kommt hier eine neue Spielmechanik. Also dass man irgendwie Zauber selber studieren muss oder ne, dergleichen. Oder es ist einfach nur wirklich für später ausgelegt. Ich glaube, in Baldur's Gate 1 konnte man damals auch schon Sprüche sehen, also Spruchstufen sehen, die man niemals erreichen konnte im Vanilla-Spiel. Das heißt, wir sind jetzt mit den Zauberbüchern durch. Hurra. Hat auf eine ganze Ecke gedauert, muss ich sagen. Aber ja, jetzt haben wir ein schön großes Repertoire an Sprüchen bei ihm. Und wenn wir dann gleich zum Händler gehen, können wir mal gucken, ob wir die Zauberbücher verkaufen können. Weil die sollten eigentlich recht wertvoll sein, wenn man bedenkt, was für Sprüche da so alles drin sind. Und wir können langsam wieder ein bisschen Kupferstücke gebrauchen. Naja.